Moin Moin! So, heute geht es mal um eine C-Klasse. Die habe ich gekauft. Ein W202 C180 aus erster Hand von einem älteren Herrn. Und ja, ich zeichne mal. Hat eigentlich eine schöne Farbe. Gefällt mir ganz gut. Sieht auch ganz gut aus. Garagenwagen, immer gepflegt, angeblich. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie so ein Garagenwagen aussieht. Der hat erst 102.000, glaube ich, gelaufen, also hat noch nicht viel runter. 105. 105.000 Kilometer gelaufen. Und da geht man ja eigentlich davon aus, dass das Auto sich in einem Top-Zustand befindet. Ne? Ja, und deswegen habe ich ihn auch gekauft, aber allein schon beim Motorlauf hört man, dass der Wagen eigentlich nie gefahren wurde. Der hat mit Sicherheit nur Kurzstrecke gefahren, die ganzen Jahre. Ich meine, das sieht alles gut aus. Wenn man so reinguckt hier, der Motor ist trocken, alles schön sauber. Ja, aber das sind für mich so Sachen. Damals waren mir die wichtig. Wenig gelaufen, Garagenwagen, erste Hand. Aber ehrlich, das zählt heute für mich nicht mehr. Weil die Standschäden sind meistens größer als andere. Also ich habe lieber, der Motor hat ordentlich was gelaufen und es wurde immer was investiert oder nachgeguckt, als wenn er so aus erster Hand ist und die haben die letzten Jahre nur noch Kurzstrecken gefahren und nichts mehr investiert. Ja. Wir gehen mal um das Auto. Könnt ihr das hier mal angucken. Rostschulden hat er, das haben alle C-Klassen, das ist ja normal. Aber ich nehme mal die Lampe hier, dann sieht man das. Besser vielleicht. So, hier am Kotflügel, die Stollen. Jo, da muss man mit leben. Das ist halt C-Klasse-Krankheit. Das haben die eigentlich alle, egal wie gut die gepflegt sind. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das kann man eigentlich ganz gut beseitigen. Aber hier unten auch. Der hat unten eine Türkante, hat er auch Rost. Da eine Beule. Hinten am Radlauf. Da geht es sogar noch. Oh, das wundert mich jetzt aber. Normal sind die Stollen gerade weggefault. Aber da dann noch gar nichts. Die Antenne. Ja, ein paar kleine Blasen hat er da oben. Aber es geht. Das geht. Ja, Innenraum sieht eigentlich noch ganz gut aus. Auch hinten drin. Der hat diese blaue Ausstattung, schöne Lammfelle drauf hier. Ja, aber ich schiebe mal vor. Sonst komme ich nicht runter. Da ist noch der ganze Gerümpel drin vom 124er. Ich habe den 124er fertig gemacht und da sieht die Grube noch aus wie Sau. Die muss ich jetzt mal aufräumen. Oh, guck mal, vorschieben. Bin ein bisschen blöd drauf gefahren hier. So. Mal gucken. Dann gehen wir mal runter. Und das Auto. Mal gucken uns das mal an. Ja, es geht nichts über der schöne Hebebühne. Ne? Das wird in der neuen Halle, ich kriege eine neue Halle. Da wird das demnächst auch so sein. So, dann gucken wir erstmal hier hinten. Unterboden. Erst, was ich schon mal sehe. Und wie gesagt, der Wagen hat erst 100, das war es 105.000. Simmering vom Differential ist schon mal richtig schön undicht. Ja, das habe ich mal meistens bei den Fahrzeugen, die ordentlich gefahren wurden, habe ich das nicht. Ja, und das sieht auch richtig klasse aus da oben. Guck dir das mal an. Garagenwagen. Ja, die sind nass da reingefahren worden, auch im Winter mal. Das ist alles gammelig. Die Tagesaufnahme habe ich auch Rost hinter da oben, sehe ich schon. Das sieht man am Handy gar nicht hier. Doch, da sieht man es. Das ist auch Rost hinter, da muss man auch schon gucken, ob das nicht schon durch ist. Dann kann nämlich der ganze Achskörper raus. Ja, das ist schon die andere Seite. Mal gucken, wie es da aussieht. Ist alles gammelig. Bremsschläuche sind uralt. Ja gut, das sind Kleinigkeiten. Bremsleitungen. Ich mach mal hier. Anderes Bild, vielleicht geht das da. Ne, geht nicht. Doch, so besser.
Bremsleitung gehen. Da oben das alles. Oh, der Spritfilter. Ja, ist auch noch der erste. Ja, es ist aber auf jeden Fall nicht so, dass man denkt, erste Hand hast du keine Arbeit. Der wurde schon rumgepinselt da vorne. Das Rost. Da fängt er auch an. Aber das sieht ja eigentlich für die C-Klasse noch ganz gut aus. Nur der Einstieg, alles gut. Die Schelle wird auch noch nicht durch sein. Glaube ich nicht. Das ist das Gleiche. Da auch. Der ist auch schon gepinselt worden. Wie das so die älteren Herren schon mal so machen. So mit Hammerit und so. Ne? Na gut, aber das sind Kleinigkeiten. Das ist mir bewusst. Das Wichtigste an einem Auto, an der C-Klasse, ist für mich die Federbeine vorne. Ja, der steht aber auch gewaltig gut auf der Rute hier. Wirklich gefährlich draufgefahren hier. Ein bisschen kippen. Immer da noch zurück. So. Da vorne gucken können. Ein bisschen geht noch. So. Das Wichtigste für mich sind immer vorne die Federteller und die Querlenker, wie die so aussehen. Und oh ja. Ja, da nützt der ganze Wachs nichts. Da haben sie schon gesprüht da oben. Ja, das sieht gut aus, aber ob das gut ist. Meistens rosten die Federteller hier oben. Die rosten durch und rosten auch da am Rahmen, rosten die ab und dann klappen die einfach nach oben. Und ja, da muss ich schon genauer gucken. Die Bremsleitung da oben ist auch fertig. Die muss neu. Und der Querlenker an der Stelle, da rosten die auch durch und dann klappen die während der Fahrt einfach hoch. Das reißt einfach ab. Also so wie der Querlenker aussieht, auch hier drinnen schon, was ich immer da sehen kann, sieht man nicht so gut, ne? Der ist voller Rost und die sind hier vorne, sind die verschweißt. Und so wie das da aussieht, also der muss auf jeden Fall raus. Den kann man nicht drin lassen. Also ich nicht. Wenn du damit auf der Autobahn fährst, da habe ich kein gutes Gefühl. Aber das sind so Schwachpunkte bei der C-Klasse. Da muss man unbedingt drauf achten. Das fällt dem TÜV meistens gar nicht auf. Aber wenn ich den Rost da schon so sehe, so wie er da jetzt ist, an der Stelle, dann muss der raus. Das macht keinen Sinn. Und die meisten, die sowas verkaufen, da wird man eben drüber lackiert hier. So wie über die Feder da oben. Die sieht ja aus wie neu. Ja, ist aber nicht. Ah nein. Und die andere Seite. Mal gucken, wie es da aussieht. Ja, guck mal da. Da ist noch gar nichts gemacht. Guck mal, so sieht die Feder aus. Ja? Als wenn er auf der Titanic gestanden hätte. Ja, und der Querlenker ist auch fertig. Da. Dem traue ich keinen Millimeter mehr. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, deswegen gucke ich danach. Das sind ganz wichtige Stellen. Und der Federteller, ja, ist auch voll Rost. Na, guck mal da oben, da. Voll Rost. Das heißt, den kannst du auch rausmachen. Garantiert, das ist vielleicht noch ein Jahr. Dann klappt der da oben. Ja, auch die Bremsleitung da oben, da. Auch verrostet. Schon ganz schön Arbeit dran. Dann die ganzen Lackarbeiten noch. Ah, Getriebesimmerring auch undicht. Ist es der Simmerring oder ist es der Geberzylinder? Muss man nachgucken. Aber das sind so Sachen, diese Undichtigkeiten, das sind alles Standschäden. Meistens. Die Karren haben nur rumgestanden und dann wird das alles undicht. Das gleiche ist beim Differential. Das hat garantiert, wie ich ihn geholt habe, noch nicht getropft. Das hat er einmal Autobahn gesehen, 200 Kilometer gefahren und dann kommt das. Aber das ist ja nicht so schlimm, da machst du die Kardanwelle ab und machst den Simmerring neu. Das ist ja keine große Sache. Ich wechsle das Öl ja meistens sowieso, wenn ich so einen Wagen gekauft habe. Dann kommt Getriebeöl und Differentialöl und Motoröl, kommt immer sofort neu. Aber jetzt muss ich erstmal abdichten. Aber es ist schon so, also wie gesagt, ich habe Autos gekauft, C-Klassen, gerade diese Motoren, dieser das ist das M111, ne? Diese Motoren, die laufen eigentlich wie ein Diesel. Die laufen ewig.
Ich habe da Motoren gekauft, die hatten schon 450, 500.000 gelaufen, ohne Probleme. Also wirklich, gar keine Probleme. Aber der hier mit 105.000, der hat schon richtig Arbeit. Aber da muss man schon drauf achten. Auch von der Laufkultur her fährt der nicht schön. Der hat keine Leistung und der läuft sehr rau. Ja, der muss erstmal richtig gefahren werden. Ölwechsel machen und fahren und mal gucken. Aber jetzt habe ich erstmal jede Menge andere Arbeit. Soweit sehe ich. Ja, also den muss ich erstmal zerlegen. Die Hinterachse, die Halterung da oben, also mir gefällt das nicht. Das muss erstmal alles raus. Ja, das ist schon erstaunlich. Und das, wo der immer in der Garage steht. Tja. Also der nächste Wagen hat wieder mehr gelaufen. Das ist nix. Das ist nix. Das ist richtig scheiße. Der fährt ja da oben, der ist doch auch fertig. Den kann man doch total vergessen. Er lohnt sich eigentlich gar nicht. Tja. Muss ich mir jetzt genau überlegen, weil du hast Lackarbeiten, die du machen musst, ringsrum eigentlich, an den Türen, Unterkanten, Kotflügel vorne, links, rechts, hinten an der Antenne, da fängt es an, also da muss ich auch was dran machen. Und meistens, wenn du am Schleifen bist, findest du ja noch mehr, das ist ja, bleibt ja nicht bei dem bisschen. Ja, hier drunter die Schweißarbeiten halten sich mal an den Grenzen, aber beide Federteller vorne, definitiv. Die Querlenker müssen raus, da müssen zwei neue rein. Ja, die Federteller hinten. Muss ich mir angucken, so wie sie jetzt aussehen, würde ich sie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob ich die aufwechseln soll. Ja, und dann die Hinterachsaufnahmen, also eigentlich lohnt sich da gar nicht. Ja, was würdet ihr machen? Fertig machen oder zum Schlachten nehmen den Wagen? Weiß ich nicht, hat jetzt keine großartige Ausstattung, ist ein normaler C180, hat auch keine Klimaanlage. Also ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube, die Arbeit lohnt sich nicht, ist er denn... Man möchte ihn behalten, aber zu behalten gibt es, glaube ich, bessere. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da jetzt machen würdet. Ja gut, so. Ich fahre mal wieder raus und überlege auch mal, was ich jetzt mache. Weil, also richtig fühlen tue ich ja nicht. Eigentlich gar nicht. Alles klar. So. Wünsche euch was.